So, und damit willkommen zurück hier bei Two Point Hospital. Ein Tag ist vergangen und ich konnte nicht abwarten. Natürlich musste es weitergehen hier mit unserem Krankenhaus. Ich habe, trotz dass es noch nicht so lange her ist, gerade vergessen, was unsere Ziele sind. Das liegt daran, dass wir keine Ziele haben. Gut gemacht, Melodia. Ansonsten würde ich mal einfach sagen, ich lasse jetzt einfach mal hier weiterlaufen und wir... Ich wollte gerade sagen, warten ab, was passiert. Da passiert es auch schon direkt. Krankenhaussterne. Das Gesundheitsministerium von Two Point County ehrt die Errungenschaften aller Krankenhäuser des Countys. Wenn wir ein Krankenhaus aufbauen, das sich der Probleme der Anwohner annimmt, wird das Krankenhaus offiziell eine Sternewertung verliehen. Das bringt uns diverse Vorteile. Jeder Stern bringt eigene Belohnungen mit sich. Außerdem können wir dann weitere Krankenhäuser an anderen Standorten im County etablieren. Baue das Krankenhaus weiter aus, um eine 1-Sterne-Wertung zu bekommen. Ja, das klingt spannend. Machen wir. Und unser Alfred hier unten. Durch das Erreichen von Zielen und das Bewältigen von Herausforderungen verdient unsere Organisation Kudos. Damit kannst du Objekte freischalten, die in all unseren Krankenhäusern eingesetzt werden können. Siehe auf der Objekteliste nach, was wir kaufen können. Ist das hier Kudosch? Ja, das ist Kudosch. Er kommt auf so einen Namen. Bei der Objekteliste sind das die hier? Derzeit 80 verfügbar. Ja, tatsächlich hier 80 verfügbar. Das heißt, wir könnten die Violette Bank freischalten. Violette Bank. Da wird man gern sesshaft. Eine Violette Bank. Oder die Silberne Bank. Die Bank deiner verkrumpten futuristischen Träume. Cool. Wir haben auch hier noch Energy Drink Automat, Luxus Snack Automat. Also hier gibt es jede Menge Krimskrams, den wir noch freischalten können. Ganz viel Deko. Oh, I love it. Guck doch mal, wie toll. Eine Uhr und ein Stuhl und ein Telefon und Zeichnungen und Zeugs und Gedöns und... Ah, da schlägt das Melodia-Herz doch gleich viel höher. Aber... Das machen wir jetzt erstmal nicht, außer das ist unsere Aufgabe. Nein. Aktuell ist unsere Aufgabe nämlich, heile 3 Patienten mit helles Köpfchen. Können wir tun, aber zuerst habe ich mir vorgenommen, mir hier mal die Leute immer ein bisschen genauer anzuschauen. Hallo, wer bist du? Johanna Sauce. Ach genau, die kennen wir, glaube ich, schon aus der letzten Folge mit ihrem coolen Hut. Ich würde sagen, wir folgen ihr jetzt einfach mal. Sie hat nämlich hier bei der Station einen Termin. Die haben wir ja in der letzten Folge errichtet. Mit der Schwester Tessa. Oh, jetzt sehen wir nichts mehr. Der Krankenhausruf ist jetzt gut. Das wird mehr Patienten und Mitarbeiter anziehen. Hurra! Apropos anziehen, ich sehe gerade, sie zieht sich gerade um. Gute Neuigkeiten. Wir haben insgesamt schon 10 Patienten geheilt. Mit jedem geheilt bei Patienten, ja bla bla bla. Erhöht sich der Ruf. Und hier oben sieht man es jetzt auch. Unser Ruf ist aktuell gut. Krankenhausstufe ist 4. Und wir haben 80 Kudos zum Ausgeben noch. Und wir haben auch noch eine E-Mail. Ja, ich glaube, das habe ich gerade schon vorgelesen. Damit können wir halt neue, tolle Deko-Sachen freischalten. Hier ist noch da. Oh, aber sie behält ihr Hütchen auf. Das finde ich schön. Jetzt hier so ein schönes Kittelchen an, wo man auch ein bisschen den Popo sehen kann. Hihi. So, dann legt sie sich mal ins Bett. Aha. Hat auch so einen komischen Hut auf. Ist das die Krankheit? Wer weiß. Komische Hütekrankheit. Alf. Hallo. Ich. Da. Ja. Wunderbar. Staff are reminded to feel relaxed. Ja. Dann schauen wir nochmal, was nun passiert. Nix. Sie liegen einfach nur dumm rum und machen Nickerchen. Gute Nacht. Das war's schon. Personalkompetenz ist rot. Oh oh. Schlechte Personalkompetenz sieht. Oh. Sieht sie das auch? Ja, oh. Personalkompetenz ganz schlecht. Naja. Oh, und er ist auch krank. Was hat er? Diagnose benötigt. Ich glaube, wir müssen mal noch ein paar. Ich mache eine Pause. Das funktioniert? Ja. Ich habe nämlich meinen Mute-Shortcut gewechselt vorhin. Oder beziehungsweise, was heißt vorhin? Vor 10 Minuten oder so. Und da habe ich gesehen, dass man auch den Pauseknopf über die Leertaste betätigen kann. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ich würde jetzt mal hier
Y ging das, glaube ich, genau, mal eine Bank platzieren. Ich glaube, das hebt die Laune, wenn die Leute hier nicht rumstehen müssen. Vor der Station. Ich weiß, vor der Station, wir sollten sie lieber erweitern, dass die Leute nicht warten müssen, aber aktuell ist es vielleicht einfacher. Ich denke, so viele Leute kommen jetzt erstmal noch nicht, dass wir hier erstmal so einen kleinen Mini-Wartbereich einrichten. Dann passt das, denke ich. Kann er sich natürlich auch da hinsetzen. Und wir haben eine neue E-Mail. Erleuchtungsklinik benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Helles Köpfchen. An Erleuchtung leidende Patienten erkennt man vor allem an ihrer Ausstrahlung. Und ich glaube, das kenne ich aus dem Trailer und ihr vielleicht auch, falls ihr den gesehen habt. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird folgendes Zimmer benötigt. Erleuchtungsklinik. Die Konstruktion wird $21.100 kosten. Was möchten Sie tun? Wir bitten natürlich den Patienten zu warten, weil wir haben genug Geld, um das zu bauen. Und schauen uns jetzt mal nach dem freundlichen Kerlchen um. Genau, hier haben wir nämlich Tick Barnes, der an Helles Köpfchen erkrankt ist. Oder die an Helles? Ich glaube, er. Das ist, glaube ich, ein er. Tada! Wow. Ja, wie gesagt, das kenne ich, glaube ich, aus dem Trailer. Ziemlich cool. Hier sehen wir es nochmal. Ich sag dir ja, es gibt ein paar skurrilere Krankheiten hier. Und ich würde sagen, oh, guck mal, hier sitzt alles voll mit Leuten. Wie cool ist denn das? Das gefällt mir aber so gut. Ich möchte hier... Ah, so. Ich drehe also in die falsche Richtung. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal das Zimmer. Wobei, ich mache lieber auf Pause. 3 auf 3. 1, 2, 3. Herrlich, ihr Lieben. Das passt genau hier hin. Und ihr kennt schon das Design, wie es sein wird. Nämlich so. Und das drehen wir mal. So vielleicht. Brauchen wir hier drin eine Pflanze? Ich bin mir unsicher, aber einen Feuerlöscher, den brauchen wir auf jeden Fall. Den packe ich mal hier hinten hin. Und Deluxe-Entleuchter. Und die Konsole. Oh, Deluxe-Entleuchter. Wie viele Ärzte braucht man, um einen Glühbirnenkopf zu wechseln? Wie es scheint, nur einen. Konsole. Eine Konsole zur Bedienung des Geräts. Ich mache doch ein Pflänzchen hin, habe ich mir gerade noch überlegt. Cool. Ich bin gespannt, wie der Raum aussieht. Ich drücke mal aufs Häkchen und dann... Cool. Okay, wir brauchen hier... Ja. Guck mal, hier ist auch so ein Glühbirnen... eine Glühbirnentür. Wir brauchen einen Arzt. Ja, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder stellen wir Mick Ruck ein, der ist schon Stufe 4, ist schon Facharzt, hätte verbesserte Diagnostik, emotionale Intelligenz und Behandlung für ziemlich viel Kohle, hält das Leben für eine romantische Komödie, reizbar, erwidert, gefallen nie. Wird unleidlich, wenn er unzufrieden ist. Okay, und hier haben wir Sian Radis, Medizinstudentin, inspiriert, garstig, hat man gerne bei Picknicks dabei, verärgert andere Leute. Schwierig. Haben wir hier ich warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitermache, haben wir hier eine Übersicht von denen, die wir bereits eingestellt haben, weil wir haben ja schon 2 Ärzte. Das müsste doch jetzt hier bei Personal sein, genau. Ah, Personalliste. Nutze die Personalliste, um Personal schnell auf Basis ihres Berufs, ihrer Kompetenz und ihrer Ausbildung zu finden. Prüfe, was jede Person aktuell macht und behalte ihre Zufriedenheit und Energie im Auge. Klicke auf eine Person in der Liste, um zu ihr zu gelangen. Nutze die Filter, um jede Art Mitarbeiter gesondert anzusehen. Klicke auf die Pfeile neben der Spaltenüberschrift, um die Liste nach dieser Spalte zu sortieren. Mit dem Feld Gehalt prüfen kannst du Gehälter und Gehaltszufriedenheit für jeden Mitarbeiter untersuchen. Mit dem Feld Aufgabenzuweisung kannst du bestimmen, welche Aufgabe jeder Mitarbeiter erledigen darf. Das ist okay. Ich wollte nachschauen, und zwar, das hier sind die Ärzte, genau. Arnold und Burley. Da haben wir nämlich Motivation und Diagnostik haben die beide. Okay, weil... Ich wollte noch mal gucken, was die hier für Perks haben, bevor wir jetzt noch jemanden einstellen. Nicht, dass die jetzt irgendwas haben, was hiermit gut funktioniert und wir stellen jetzt da jemanden ein oder wie auch immer. Aber die sind beide gut im Diagnostizieren, deswegen passen die beide gut hier vorne rein. Dann brauchen wir ihn aber tatsächlich eigentlich nicht einstellen. Wobei er hat noch Behandlungskompetenz, aber er ist wirklich sehr teuer.
Dafür ist er halt aber gut. Vielleicht tut es dem Ruf vom Krankenhaus auch mal ganz gut, wenn wir mal jemanden einstellen, der ein bisschen die Kompetenz hochsetzt. Deswegen nehme ich ihn, glaube ich, doch mal. Puh, das war teuer. Genau, wir haben hier auch noch, sehe ich gerade, eine Patientenübersicht. Ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen die Listen durch, ich hoffe, das ist in Ordnung. Patientenliste. Nutze die Patientenliste, um alle Patienten des Krankenhauses im Blick zu behalten. Hier kannst du ihre Diagnose, ihren Behandlungsfortschritt sowie ihre Gesundheit und Zufriedenheit prüfen. Finde schnell die Menschen, die unzufrieden oder ungesund sind und beschleunige die Behandlung, indem du ihre Priorität für ihren Termin gibst. Klicke auf einen Patienten in der Liste, um zu dieser Person im Krankenhaus zu gelangen. Klicke auf die Pfeile, ja, zum Sortieren, das kennen wir schon. Hier können wir jetzt nämlich hier, oh, ach genau, hier ist die Diagnose, Zufriedenheit, Gesundheit. Guck mal, da sehen wir nämlich hier, der Werteherr wartet auf einen Termin in der Arztpraxis und ist relativ unzufrieden. Da könnte man jetzt natürlich was machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie. Kann ich hier? Okay, jetzt sind wir hier. Was haben wir denn hier? Kann ich hier was ändern? Nein. Stimmung, Protokoll, nach Hause schicken. Nö. Müssen wir dann mal schauen. Oh, hier haben wir noch die Diagnosesicherheit, ist noch nicht ganz bestätigt. Hier vorne. Oh, Behandlung erfolglos. Das gefällt mir aber nicht. Das ist aber nicht so gut. Naja gut, lässt sich jetzt eh gerade erstmal nicht ändern. Behandle 3 Patienten mit helles Köpfchen, da sind wir gerade dabei. Er geht jetzt auch hier wieder zur Arbeit. Hier fehlt tatsächlich noch jemand. Die chillt hier gerade. Geh mal ein bisschen arbeiten, junge Dame. Ja, wir lassen es erstmal weiterlaufen. Und gucken einfach mal, wie es jetzt weitergeht. Und ich sehe gerade, wir brauchen hier vorne natürlich auch noch einen Wartebereich. Ich packe mal hier noch eine Bank dazu. Hier mal, oh, wobei ein Snackautomat wäre auch vielleicht auch ganz gut. Quatsch, und hier können wir drehen. Und einen Apfeleimer dazu, weil hier hinten werden mit Sicherheit jetzt ein paar mehr Leute warten. Ich drehe mal die Kamera, dann mache ich hier auch nochmal Bänke hin. So. Ich mache erstmal eine Palme hier in die Ecke. Und dann... Guck mal, wir haben den ersten mit helles Köpfchen geheilt. Werden wir natürlich, keine Sorge, gleich gucken, wie das aussieht. So, guck mal, das ist doch schon mal ganz schick. Können die sich hier hinten auch aufhalten? Und dann geht's weiter. So, ich gucke jetzt nochmal in die Patientenübersicht. Ah ja, er wird jetzt hier auch gleich behandelt. So, guck mal, ich würde jetzt mal sagen... nochmal auf Pause. Wir vergrößern mal die Station. Weil anscheinend, wo war das hier, bearbeiten? Wird die ja oft benötigt. Oder von vielen Leuten. Das heißt, ich mache mal den hier. Und packe dann mal noch 2 Betten mit rein. Hier sind die. So. Und so. Und mache hier noch eine Umkleide hin, eine zweite. So. Sieht jetzt natürlich nicht so wunderschön aus hier drinnen, aber es ist halt ein Krankenhaus, ne? Also, es bringt auch erstmal was. Ach, guck mal, ich sehe hier gerade was. Wir können mit unseren, wie hieß es, Kudosch, komischer Name, nicht nur Sachen für den generellen Krankenhausbetrieb, also an Deko hier Bänke und so ein Kram freischalten, sondern auch hier nochmal in den jeweiligen Räumen. Ich sehe nämlich hier gerade Nachttische zum Beispiel, bietet Platz für den Krempel von Patienten. Das kostet 50. Könnten wir uns leisten. Wie gesagt, ich warte jetzt nochmal kurz, was es noch so gibt. Waage, hier gibt es noch andere Mülltonnen, Desinfektionsspender, Klimaanlage und so. Das hatten wir ja schon gesehen. Und so ein Krams. Aber hier zum Beispiel anatomisches Modell, Skelett. Das kann man, glaube ich, nicht einfach so im Krankenhaus platzieren. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Oh, guck mal, wie süß der Hund ist. Finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall gut, dass da... Oh nein, 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 nein. Nein, ich möchte nicht abbrechen. Ich möchte das bestätigen. Und ich kann hier irgendwo zusätzliches Personal einstellen. Guck mal. Wenn ich jetzt hier Plus drücke, dann benötigen wir jetzt noch eine Krankenschwester oder einen... Ja, einen kranken Bruder. Heißt es dann Pfleger? Ich frage mich das schon...
lange. Oh Gott, jetzt denken wieder alle. Ja, Krankenpfleger. So, Melodie, wie doof bist du denn? Ich wette, ihr habt noch nie darüber nachgedacht. Weil warum heißt es dann Krankenschwester und nicht Krankenpflegerin? Denk mal drüber nach. Wir hätten hier einmal Georgia Comic mit Diagnostik, Winston R.R. Barber mit M+ in Behandlung und Jeff Regenbogen. Oh, Jeff Regenbogen. Eine Behandlung, einen Plus in Diagnostik und Stationsverwaltung. Und das hat ihm, glaube ich, direkt jetzt den Job beschert. Verbessert in, die Kompetenz der Stationsverwaltung. Plus Diagnostik, Diagnosekompetenz in Station, Behandlungskompetenz in Station und Behandlungskompetenz in Frakturstation. Gut, da ist er ja jetzt nicht, aber das bringt ihm auf jeden Fall den Job jetzt ein. Er ist positiv, hat Potenzial, motiviert, gibt auf Dating-Seiten ein falsches Bild von sich. Ja gut, kann man machen, aber guck mal hier, das ist unser Überstar. Wir haben womöglich zu viele Krankenpfleger, da gerade mehrere nichts zu tun haben. Das glaube ich nicht. Oh, aber weil ich umgebaut habe, jetzt fliegen die alle hier raus. Entschuldigung. Sehr gut, wir haben eine höhere Krankenhausstufe erreicht. Oh, wir sind jetzt Stufe 5. Wo geht er jetzt hin? Termin. Ah, er braucht noch eine Diagnose. Okay. So, ich denke, so aktuell läuft es ganz gut. Ich wollte mir hier hinten mal die Behandlung ansehen und jetzt ist schon zu spät, weil er ist schon durch. Aber okay. Aber mehrere Krankenpfleger haben nichts zu tun. Sie arbeitet. Der arbeitet. Okay, hier ist jetzt nicht so viel zu tun, aber auch nur, weil hier jetzt aktuell die alle weggeflogen sind plötzlich. Von daher denke ich, die kommen wieder. Schön gewusst, Mitarbeiter machen eine Pause, wenn ihre Energie sinkt. Ja, das dachte ich mir schon. Ah, jetzt haben wir hier Anfragen. Victoria Bams, Pflegeschülerin, kann jetzt zum nächsten Rang Nachwuchskrankenschwester befördert werden. Beförderung, ja, das kennen wir ja alles schon und möchte dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld, arbeitet aber halt auch besser. Deswegen machen wir das direkt mal. Und die Julia möchte das auch gerne von der Nachwuchskrankenschwester noch einen Rang höher zum Krankenpfleger. Ich denke, das ist in Ordnung. Das können wir auch mal durchgehen lassen. Zack. Sind die nämlich auch alle wieder ein bisschen motivierter. Joa. Hier hinten ist jetzt noch nicht so viel. Oh, was haben wir hier? Geschätzte Krankenhausleiterin. Ein Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch. Dein Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern, also einem von maximal 3 Sternen, bewertet. Ich habe zur Feier des Tages deine Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Danke. Baue dein Unternehmen in Hogspot weiter aus, um hier noch weiter Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn du es eilig mit deiner Expansion hast, kannst du auch ein neues Krankenhaus in Lower Bullocks eröffnen. Du hast ganz allein die Wahl. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Das ist nett, danke. Wir haben ein Bonusgeld erhalten von 10.000 Dollar. Wir haben 100 Kudosch gekriegt. Ganz gut, können wir ein paar Sachen freischalten. Wir können jetzt nach Lower Bulldogs. Wir können das Poster der Erleuchtung aufhängen. Und ich würde sagen, wir fahren fort, weil ich würde ganz... Also mir gefällt jetzt hier unser kleines Startkrankenhaus eigentlich ganz gut. Ich würde gerne erstmal noch mal mindestens den 2. Stern holen, bevor wir weiterziehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ansonsten könnt ihr es ja jetzt eh nicht ändern, wie immer. Und ich klicke jetzt mal auf Fortfahren. Wir haben das... Ah, guck mal, wir haben jetzt hier oben... Blub. Dank der höheren Sternebewertung des Krankenhauses hat unsere Organisation einen ganzen Haufen Kudosch erhalten. 100, um genau zu sein. Damit kannst du Objekte für alle Krankenhäuser freischalten. Ja. Wenn du zurück zur Karte zurückkehren willst, muss ich hier das Kartensymbol drücken. Okay, danke. Was wollte ich sagen? Genau, wir haben jetzt hier oben 2-Sterne-Krankenhaus als Ziel. Wir müssen 25 Patienten heilen, 200.000 einnehmen und Stufe 5 erreichen, was wir schon fast geschafft haben. Naja, fast. In Anführungszeichen fast. Aber wir sind auf dem besten Wege dahin und ich würde sagen, weiter geht's, oder? Lass mal hier wieder durchlaufen. Hier kommt jetzt auch schon der nächste Patient. Wir haben schon wieder hier Post gekriegt. Von Vladimir, Assistenzpraktikant,
kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden, Nachwuchsassistent. Ja, also wenn jemand eine gute Arbeit macht, dann ist es definitiv er. Marketingkompetenz, Bewegung, ja, da er schon so lange dabei ist, bin ich jetzt einfach mal nett. Und leg hier mal noch ein bisschen was drauf. So, vielleicht so befördern. Keine Ahnung, hatte ich jetzt einfach gerade Lust. Freut sich. Er macht auch einen guten Job hier vorne. So. So langsam, aber sicher kommen wir voran. Guck mal, hier ist jetzt auch nicht mehr so eine riesen Warteschlange. Blöderweise ist jetzt hier nicht mehr so viel los. Eben war hier noch alles voll und jetzt nicht mehr so ganz. Aber naja gut, es kommt wieder. Was hat er denn? Er hat auch Bettgesicht. Hat er auch. So. Er hat geheilt. Er wurde geheilt. Sehr cool. Gab 5000, falls ihr es gerade gesehen habt. Ist hier über seinem Kopf aufgeblubbert. Sehr, sehr cool. Die Station. Station ist schon auf Stufe 2. Raumwertung. Einnahmen insgesamt 15.000. Klingt schon mal ganz gut. Ich schaue mich mal weiter um. Ah, hier. Jetzt können wir endlich zugucken. Die Zeit ist gekommen.